zum diesjährigen Weltrekordversuch in Tulln. Wir sind Samuel und Christian. Und wir werden Sie heute durch den Abend begleiten. Der heutige Abend steht unter dem Motto: Ein Tag, zwei Weltrekorde. Genau, ein Tag, zwei Weltrekorde. Der Titel ist allerdings nicht mehr ganz aktuell. Es müsste eigentlich heißen: Ein Tag, drei Weltrekorde. Sie haben vielleicht schon gesehen, wir haben hier drei verschiedene Sachen aufgebaut. Wir haben hier hinten eine sehr lange Mauer aus Dominosteinen. Dann haben wir hier vorne ganz viele CD-Hüllen. Und seitlich noch ein merkwürdiges Gebilde aus kleinen Holzspaten. Was es damit auf sich hat, werden wir Ihnen gleich noch genauer erklären. Jetzt ist es aber so, dass es leider, nachdem wir jahrelang immer wieder jedes Jahr dieses Event hier veranstaltet haben, dieses Jahr voraussichtlich das letzte Event dieser Art sein wird. Und deswegen möchte jetzt Marcel Türker, einer der beiden Hauptorganisatoren dieses Events, der das Event zusammen mit seinem Cousin Matthias Ritter über Jahre immer wieder organisiert hat, die Gruppe zusammengehalten hat, jetzt zum Abschluss nochmal ein paar Worte an Sie richten. Ja, vielen Dank, Samuel, für die nette Einleitung. Es freut mich, dass Sie alle gekommen sind, ein allerletztes Mal sich das Spektakel hier anschauen. Es waren 8 sensationelle Jahre für uns Aufbauer. Es steckt extrem viel Arbeit hinter dem gesamten Projekt, was man jetzt, wenn man hier vorbeikommt und nur das Umfallen, was nur ein paar Minuten dauert, nicht sieht. Und dazu gehören einige Personen, die das möglich machen. Und bei denen möchte ich mich jetzt noch einmal ganz kurz in aller Schnelle bedanken. Ich möchte gleich einmal beginnen bei den Sponsoren, die das Event durch ihre finanzielle Unterstützung überhaupt erst möglich gemacht haben. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich hammer nicht alle auswendig gemerkt, es sind mittlerweile so viele, dass ich einen Schummelzettel brauche. Nur, dass ich keiner vergesse. Wir haben insgesamt 8 Hauptsponsoren dieses Jahr, so erkennt man die Dominofelder hier hinten. Das allererste Feld ist ein Feld von den Werbegestalten. Ein Sponsor, der schon sehr, sehr lange mit dabei ist und sehr, sehr lange unterstützt hat, auch dieses Jahr das letzte Mal wieder dabei ist. Ein recht großes Dankeschön, vielleicht auch mal einen extra Applaus. Oder damit das Ganze ein bisschen schneller von der Bühne geht, machen wir nicht nach jedem Sponsor einen Applaus. Ich sage die anderen Sponsoren noch auf, die uns auch wieder unterstützt haben. Dazu gehören die Niederösterreichische Versicherung, Lugus, die uns auch Getränke zur Verfügung gestellt haben. Sie können sich gerne auch oben selber bedienen, Getränke nehmen. Dann haben wir noch die Firma Hydro. Außerdem seit letzten Jahren mit dabei die Firma Salem. Sie sehen, wir tragen alle rote Team-T-Shirts. Die Firma Salem hat uns freundlicherweise das zweite Mal hintereinander Team-T-Shirts zur Verfügung gestellt. Dann haben wir noch die Firma Abö, die uns dieses Jahr finanziell unterstützt hat. Und es hat mich besonders gefreut, dass wir dieses Jahr auch noch neue Sponsoren dazu bekommen haben. Dazu gehört unter anderem eine Firma, eine sehr, sehr junge Firma aus Tulln. Ein junger Unternehmer hat sich einfach mal gedacht, ich starte mein eigenes Unternehmen, man sieht es hier hinten in der Ecke. Sowas ähnliches wie Dominosteine. Die Firma nennt sich Bioblo, produziert sozusagen, einige kennen vielleicht Kappler. Die sind so ähnlich und von denen haben wir 10.000 zur Verfügung gestellt bekommen. An alle von denen, die Kinder zu Hause haben oder selber noch jung sind, eignet sich ideal zu bauen von solchen Skulpturen und ist absolut empfehlenswert. Und es freut mich, dass wir auch Bioblo dieses Jahr dazu bekommen haben. Wir haben aber nicht nur große Sponsoren, wir haben auch einige kleinere Sponsoren dazu gehören. Sie sehen die Transparente im Hintergrund, die Firma Raiffeisen, die Firma Suzuki, dann Franz Lackner, der uns mit der OVP auch schon seit Jahren unterstützt, außerdem die Firma Czerny und die Firma Zimmerer, die auch dieses Event möglich gemacht haben. Und zu guter Letzt, eine besonders erfolgreiche Partnerschaft möchte ich es nennen. Einer der erfolgreichsten österreichischen Firmen sponsert uns. Es ist entstanden vorletztes Jahr, als ich die Ehre hatte, an einem anderen Weltrekordversuch teilzunehmen. Bei der Firma Manna haben wir damals die größte Manna-Schnittkettenreaktion aufgestellt. Und man sieht es auch hier im Vordergrund, wir haben freundlicherweise, es freut vor allem das Team, knapp 400 Packungen Mannerschnitten, also Nervennahrung, zur Verfügung gestellt bekommen und hat uns auf jeden Fall geholfen. Und mich freut es ganz besonders, dass der Marketingleiter von Manna, der Herr Magister Ulf Schöttl, heute da ist. Und er wird die Ehre haben, dann in wenigen Momenten, in wenigen Minuten die erste CD-Hülle, dieses Jahr ist nicht der erste Stein, die erste CD-Hülle zu Fall zu bringen. Vielen Dank nochmal an alle Sponsoren, die dieses Event möglich gemacht haben. Danke. Thank you.
Es sind aber nicht nur Sponsoren, die man braucht, um so eine gigantische Kettenreaktion aufzustellen. Es gehört auch ein Team dazu. Und was vor mittlerweile 8 Jahren begonnen hat, aus 5 Personen, ist mittlerweile zu einem riesengroßen Team mit Mitgliedern aus 3 Ländern, Deutschland, Österreich und der Schweiz, geworden. Die letzten 4 Tage waren sensationell. Der Teamzusammenhalt, man kann es sich nicht vorstellen, ist enorm. Wenn einmal was umfällt, was nicht so geplant ist, dann helfen die anderen sofort wieder mit aufstellen. Und gerade diese Situationen sind es, die was man sich im Leben vielleicht doch ein bisschen öfters wünscht und die man hier die letzten 4 Tage immer wieder angetroffen hat. Deswegen möchte ich mich ganz speziell bedanken bei allen Aufbauern, die das überhaupt möglich gemacht haben. Und bei einer Person ganz besonders, bei meiner Cousin, bei Matthias. Es hat vor 8 Jahren begonnen, ganz, ganz klein, und heute hat es riesengroß geendet. Es war nicht immer leicht mit dir, Matthias, aber es war eine super tolle Zeit, gemeinsam mit dem kompletten Team. Dankeschön nochmal euch alle für die wunderbare Zeit, die wir hatten die letzten Jahre. Noch ein Dank an alle Medien, die heute da sind. Es hat bereits einige Vorberichte gegeben. Zum Beispiel der ORF berichtet wieder, in 1TV ist da. Das heißt, man wird auch noch die nächsten Tage einiges hören über diese Kettenreaktion. Ja, und mein letzter Dank gilt Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie uns über 8 Jahre hinweg jedes Jahr immer wieder Ihre Treue gehalten haben. Einige von Ihnen waren vielleicht das allererste Mal dabei, bis es losgegangen ist, 2009 war es im Pfadfinderheim, damals 13.000 Steine, und ohne Sie wäre es nicht so schön. Sie sind die Bestätigung für uns, für unser Hobby, für all das, was wir hier machen, und ich möchte mich auch nochmal bei Ihnen recht herzlich bedanken. Danke, dass Sie heute alle da sind. Ja, genug der Dankesworte. Ich übergebe gleich einmal an den Herrn Vizebürgermeister, der heute freundlicherweise gekommen ist. Er wird auch noch ein paar Worte sagen. Und ja, ich bitte Sie gleich einmal heraus, damit Sie ein paar Worte ans Publikum richten können. Danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Die Sicherheit soll nicht rein, weil ich dazu nicht auserkoren bin, diesen Weltrekordversuch zu starten. Ich finde es toll, wenn sich junge Leute in einer großen Gruppe zusammentun und über 130.000 Bausteine, egal in welcher Form, ob es jetzt Dominosteine sind, Holzplatten oder eben diese Cover. Ich finde es toll, wenn man sich da zusammen draufsteht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer einfach ist, und wenn man jetzt halbwegs fertig ist und es fordert niemandem etwas um, dann zeigt es sich, ob das Ganze ein Team ist oder ob es eine Gruppe von Einzelkämpfern ist. Und ich denke, wenn man sich das anschaut, dann ist das ein Team. Ich möchte vielleicht noch sagen, weil angekündigt wurde, es ist das 8. Mal und voraussichtlich das letzte Mal. Nun, da darf ich mitnehmen, wenn es daran liegt, dass die Halle zu klein ist, dann gehen wir nächstes Jahr in die andere Turn- und Sporthalle. Dann war der Platz wieder groß genug. Und dann fahren wir. Abschließend möchte ich den jungen Leuten gratulieren zu der Leistung, dass sie das aufgestellt haben, und möchte den Matthias Ritter und den Marcel Bührer zu seinem Team und zu der Gesamtleistung gratulieren und wünsche ihnen nun im Namen der Stadtgemeinde und auch des Bürgermeisters alles Gute und dass die 3-Weltrekordversuche gelingen mögen. Auf, toll, toll! Vielen Dank für diese Worte. Wie gesagt, wir gehen jetzt noch kurz genau auf die Weltrekordversuche ein. Hier sehen Sie 10.000 handelsübliche CD-Bögen. Die gibt es überall zu kaufen, da ist nichts getrickst. Der aktuelle Rekord liegt bei 5.969 CD-Bögen, die in einer Kettenreaktion gefallen sind. Wir hoffen damit, den 10.000 wirklich den Rekord maßgeblich zu überbieten und auch für die nächsten Jahre schwer zu überbieten macht und wieder lange bei uns in Tulln bleibt. Nach den CD-Hüllen kommt hier der 2. Weltrekord, die sogenannte Stickbomb. Das sind ganz normale Holzmundspatel, wie man sie vom Arzt kennt. Die werden in einer bestimmten Technik verwebt, sodass sie unter Spannung stehen. Und wenn dann an einer Stelle, was hier vorne passieren wird, die Spannung gelöst wird, löst sich die Spannung in Sekunden schneller.
Wenn Sie das Event hier die letzten Jahre oder insbesondere letztes Jahr schon verfolgt haben, dann wissen Sie, dass wir diesen Rekordversuch letztes Jahr schon mal gestartet haben und was auch erfolgreich war. Allerdings wurde der Rekord mittlerweile leider knapp in den USA überboten und deswegen haben wir uns gesagt, das wollen wir uns nicht bieten lassen und wir machen den Rekord nochmal. Der aktuelle Rekord steht bei ungefähr 31.000 Holzspateln. Wir haben heute hier circa 40.000 Holzspateln verwebt, sodass wir den Rekord wieder deutlich überbieten und zurück nach Österreich holen wollen. Ja, hier im Hintergrund sehen Sie noch eine 40 Meter lange Mauer, die aus 40.000 Dominosteinen besteht. Der aktuelle Rekord liegt bei 30 Metern und wurde von einem Mitglied des Teams 2012 in Deutschland überboten, also aufgestellt. Aber wir wollen jetzt mit 40 Metern den Deutschland überbieten. Hier hinten sehen Sie den roten Strich, das ist die magische 30 Meter Marke. Sobald diese komplett gefallen ist, haben wir den aktuellen Rekord nicht mehr eingestellt, sondern sogar überboten. Damit wieder zurück nach Österreich geholt. Bei mir steht jetzt unser Notar, Herr Magister Hofmann. Herr Hofmann, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie jetzt schon das dritte Jahr in Folge uns hier unterstützen und für uns die Weltrekorde protokollieren. Was genau ist denn jetzt Ihre Aufgabe? Vielleicht fangen wir mal mit der Stickbomb an, damit haben Sie jetzt schon Erfahrung aus dem letzten Jahr. Was genau müssen Sie tun, damit dieser Weltrekord dann auch anerkannt wird? Ja, meine Aufgabe ist, das Geschehene in einem notariellen Protokoll festzuhalten, das dann bei Guinness eingereicht wird, damit der Weltrekord anerkannt wird. Okay, und dann haben wir im Gegensatz zum letzten Jahr nicht nur die Stickbomb, sondern auch zwei weitere Weltrekorde, die CD-Hüllen und die Mauer Bochum. Genau geht es dabei? Ja, bei den Rekorden geht es darum, die CD-Hüllen und die Mauer, es müssen die Steine umfallen, um den Rekord erfolgreich zu beenden. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das kurze Interview und vor allem dafür, dass Sie heute hier sind und das Ganze überwachen, damit die Weltrekorde dann auch bei Guinness anerkannt werden und wir dann hoffentlich dreimal ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen werden. Dann bitte ich Sie nun, auf Ihre Position zu gehen und die Rekorde zu überwachen. Und Christian wird noch ein paar letzte Informationen an Sie geben. Ja, jetzt in Kürze geht es los. Bei mir steht Magister Schöttl, Marketingchef der Firma Manner. Marcel hat mir schon vorher erzählt von der Veranstaltung, dass Sie dabei waren. Aber ich meine, Manner und Domino, das passt jetzt nicht direkt zusammen. Man geht nicht in den Supermarkt und denkt, aber Manner sind Domino. Was verbindet Sie da? Nicht direkt, aber die klassische Manner-Schnitte, Sie kennen sie alle, hat sich schon angeboten für eine Manner-Domino-Technik. Und die Geschichte möchte ich kurz erzählen. Vor zwei Jahren war das, Thomas hat schon angerissen. Wir hatten in Wiener Rathaus eine große Veranstaltung, Manner Domino, da wurden über 600 Mannerschnitten aufgestellt. Und das war für 11 Uhr angesetzt, Presse informiert, die Halle war voll, das Rathaus war voll, Presse war da um 11:45 Uhr. Und es war noch nicht fertig. Und alle Helfer, die dort engagiert waren, das war eine Agentur, die haben die Nerven weggeschmissen und dann ist mir ein junger Mann aufgefallen, der auf einmal alles in die Hand genommen hat, die Helfer eingeteilt hat, du machst jetzt diese Reihe, du baust da die Sperre ein und das war der Marcel. Und das werde ich ihm nie vergessen, denn er hat eigentlich den Event gerettet, ein paar Minuten nach 11 konnten wir starten und hat mir ein paar graue Haare gekostet, aber seitdem habe ich mir gedacht oder gesagt, ich werde ihn immer unterstützen und es ist heute eine große Ehre für mich, dass ich hier da sein darf. Schaut nochmal alles an. Viel Glück, wünsche ich dem Team. Schaut nochmal alles an. Ja, Anschluss ist das richtige Wort. Ich warte jetzt noch kurz auf das OK der Kameras und dann starten wir den Quantum und damit die Kettenreaktion. Seven.